Ich bin Siavash und 35 Jahre alt und komme aus dem Iran. Seit Juli 2015 bin ich hier in Deutschland und momentan mache ich eine Ausbildung als Rohrleitungsbau bei Firma Strabag. Auf Bayern bezogen haben wir zurzeit circa von unseren 135 Azubis sind etwa 14 mit Migrations- oder geflüchteten Hintergrund bei uns beschäftigt. Genau. Wir Firmen geben eigentlich den Behörden bzw. den Ämtern die Möglichkeiten, dass die Leute bei uns Fuß fassen, aber es wird auch von Seiten der Ämter schwer vermittelt, schwer angenommen. Diese Feststellung haben wir mittlerweile gemacht. Der SIA ist schon seit mehreren Jahren hier in Deutschland, ist auch schon auf andere Unternehmen drauf zugegangen. Die Unternehmen waren auch schwer daran interessiert, den SIA einzustellen, haben bereits auch Schreiben aufgesetzt, haben ihn für Kurse angemeldet und. Und das hat merkwürdigerweise keine Wirkung gezeigt bei den Ämtern. Und das muss man doch wirklich auch mal hinterfragen, was läuft da hier auch verkehrt? Dann, ja, habe ich als Fahrer im GLS genau 3 Jahre als Paketzusteller gearbeitet. Letzten Monat, dass ich hier im GLS war, hatte ich einen Tag ein Paket für eine Baustelle in Fürth. Dann habe ich gesehen, die Baustelle ist genau mein Job und was ich im Iran 14, 15 Jahre lang gemacht und habe ich gefragt, braucht die Schweißer noch? Die sagten, ja, brauchen wir immer. Genau diese Zeit war meine Arbeitserlaubnis fertig, musste ich verlängern. 3 Jahre war fertig, musste ich verlängern. Der Ausländeramt nicht verlängert, weil die sagten, vor 4, 5 Monaten du hast eine Ablehnung von Gericht bekommen. Deswegen verlängern wir nicht, musst du einen Pass besorgen, dann verlängern wir deinen Reisepass. Habe ich mit meiner Anwältin gesprochen. Sie sagte, ja, es gibt ein solches Gesetz, allgemein sage ich jetzt, es gibt ein Gesetz, kriegen wir, wenn du deinen Reisepass besorgt und ja, ist nicht schlimm. Dieser Tag, wann ich beim Konsulat, iranischen Konsulat war, habe ich eine Quittung bekommen. Gleicher Tag war ich bei Ausländerbehörde, war fast Mittag ungefähr. Dann habe ich das Quittung gezeigt. Die haben nur mit dieser Quittung mir noch 3 Jahre Arbeitserlaubnis gegeben. Und gleicher Tag habe ich auch mich beim Firma Menike gemeldet mit dieser Arbeitserlaubnis. Ab nächsten Tag, die haben sofort einen Vertrag gegeben. Ab nächsten Tag, die haben mich eingestellt, habe ich angefangen. Nach ungefähr 20 Tagen, 21 Tagen, mein Pass ist gekommen, war ich beim Ausländerbehörde, habe ich vorgelegt. Gleich, die haben Reisepass, Ausweis, Arbeitserlaubnis, alles weggenommen und eine Abschiebepapiere gegeben und sagten, musst du sofort Deutschland verlassen. Das war ein großer Schock für mich. In dieser Zeit hatte ich viele Schwierigkeiten und viele Gedanken und viele Probleme gehabt. Erstmal, die Arbeitsagentur hatte kein Arbeitslosengeld gegeben. Die sagten, wir geben dich nicht. Normal, wenn jemand ein Jahr arbeitet, muss fast 6 Monate, oder weiß ich nicht genau, Gesetze, vielleicht mehr auch, kriegt er Arbeitslosengeld, obwohl ich 3 Jahre ohne Pause gearbeitet hätte, die haben keine
Arbeitslosengeld gegeben und sagten, wir geben dich nicht, weil du keinen Ausweis hast. Und beim Sozialamt habe ich versucht, Geld für Lebensmittel mindestens oder wenn geht auch bei Miete, meine Wohnung, aber nicht Miete, auch nicht beim Lebensmittel habe ich nicht geglaubt. Die sagten, musst du in eine Gemeinschaft Unterkunft melden, dann geben wir deine für die Unterkunft Miete, auch für deine Lebensmittel, was für Essen und solche Sachen. Von einer Seite hatte ich keine Arbeitserlaubnis, von anderer Seite, die geben keine Geld, weil ich keinen Ausweis habe, Arbeitsagentur meine ich. Und Sozialamt gibt auch kein Geld, weil ich in einer Privatwohnung wohne und von Gericht Ablehnung habe. Alles, ich gespart hatte, habe ich alles bezahlt, bis ich fertig war und pleite war. Und endlich habe ich gesehen, ich schaffe nicht bei Miete und solche Sachen zahlen. Dann nach ein Jahr, eineinhalb Jahr habe ich mich wieder bei meiner Unterkunft gemeldet. Das muss ich sagen, ehrlich, das ist große Schmerzung für mich, dass ich jetzt nach 22 Jahren mache ich erst eine Ausbildung. Seit 2000, 2001 habe ich diesen Job angefangen, als ich Kind war. Deswegen auch, ich Kind war, habe ich gut diese Schweißer, Gasrohre Schweißer habe ich gut gelernt. Damals, wir waren im Iran auch 70 Schweißer, diese 70 Schweißer, ich war auch Kleinste und Beste. Und hatte ich immer gute Leistung gehabt und die Firmen, wo ich gearbeitet hatte, die waren alle zufrieden. Hier auch hatte ich drei Stellen, die wollten sofort einstellen. Und konnte ich einfach hier mit meiner großen Erfahrung hier weiterarbeiten, aber jetzt kann ich nicht, weil die geben keine Arbeitserlaubnis, die geben aber Ausbildungserlaubnis. Das ist auch Arbeit, Ausbildung ist auch Arbeit, Arbeit ist auch Arbeit. Ab September 2021 haben wir den SIA einen Ausbildungsvertrag angeboten, was aber auch mit seiner Duldung zu tun hat. Die Schwierigkeit war, wir haben das ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, die Zusammenarbeit mit den Ämtern. Wir haben den SIA einen Ausbildungsvertrag gegeben und haben gedacht, dass das damit erledigt ist, dass das dann alles seinen Weg geht. Es war aber nicht so, leider nicht so. Den SIA, seine Duldungspapiere mussten erstmal darauf ausgestellt werden, bezogen auf diesen Ausbildungsvertrag, was uns schon schwer gewundert hat, was da für Hürden sind. Dann haben sich intern noch Leute dahinter gehangen, mit denen SIA seinen Anwalt oder Ansprechpartner Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist in puncto Ausbildungsvertrag und. Schweizer auch ist verantwortlich, wenn eine bei Range nicht besteht, muss ich wieder schneiden, das Rohr ist so teuer, das Bogen ist so teuer, die Elektroden, alles, das Zeit von Schweißer, alles kostet Geld und die werden alles Schrott. Das muss man echt beobachten. Das Schizophrenie an dem ganzen System, was wir nicht verstehen und der SIA nicht versteht, dass er ja nur für die momentane Duldung ist ja nur für die in der Zeit der Ausbildung. Wir schreiben uns aber jetzt dann schwer auch auf die Fahne, dass wir mit den Behörden dann bzw. mit seinem Anwalt
Kontakt aufnehmen mit der zuständigen Einrichtung und das versuchen, dass der Sieherhaft, dass wir den dauerhaft in unseren Unternehmen installieren. Wir wollen ja eigentlich Fachleute haben und gerade wenn wir sie hier bei uns ausbilden, warum sollen die dann wieder zurück in ihre Heimat, wenn sie sich hier auch schon eingelebt haben und hier leben wollen und ihren Lebensmittelpunkt vielleicht auch schon hierher verlegt haben, warum soll ich die dann wieder wegschicken? Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und da sollte die Politik schon noch mal drüber nachdenken. Ich wünsche mir, irgendwann wird alles gut und brauche ich nicht mehr schlimme Gedanken haben und viele Sorge haben und einfach normal wie andere Leute weitermachen und weiterarbeiten und normal leben. Das wünsche ich. Warum ich jetzt diesen Film mache und was ist mein Ziel? Ich bitte die Ämter, ich wollte die Ämter bitten, wenn jemand 4, 5 Jahre oder mehr hier in Deutschland ist und keine Schulter hat und hat gut versucht zu integrieren und hat gut integriert ist und sagen nicht einfach wegen Ablehnung, dass er oder sie Deutschland verlassen muss, geben sie einfach eine Chance, damit er weitermachen kann. Wenn hier jemand 18 Monate lang eine Abschiebepapiere hat und die Polizei hat ihn nicht abgeschoben hat, das Ausländeramt muss ihm eine Arbeitserlaubnis und einen Aufenthalt geben. Aber kriege ich hier nicht, weil ich hier in Nürnberg bin und in Bayern bin. Das ist auch komisch. In einem Land, bei jedem Bundesland, du hast verschiedene Gesetze und jeder macht was anderes. Ich bitte diejenigen Leute, die in dieser Situation sind, diese schwierige, ängstliche und schlimmste Situation sind, Hoffnung haben und nicht einfach aufgeben. Kommt irgendwann etwas Neues und Gutes und endlich wird diese Situation fertig und bitte stark bleiben und immer Hoffnung haben.